Moin, moin. Digga, ich bin hier erstmal wieder mit meinem schönen neongelb-schwarzen Bike unterwegs. Ja, würde ich jetzt auch machen. Ich bin hier der Baba-Boss. Der Boss Big Brother. So, jetzt hier rechts runterfahren. Hier ist 30er-Zone oder 40er-Zone bei der Ausfahrt runter. Come on. Ist außer Ortschaft. Die dürfen hier sogar mehr wie 100 fahren. Dinger, der hat gesagt, ab jetzt wird er bei einer 40er-Zone noch 10 km/h fahren und bei einer grünen Ampel wird er 10 Sekunden warten, auch wenn sie schon grün ist. Er macht ja die Straßenregeln nicht falsch, lass ihn einfach. Hey, what the fuck, der fällt hier einfach über Rot drüber, dieser NPC. Vielleicht hockt er am Handy, wenn er an der Ampel ist. Oder versucht ne... Warte, stell dich mal hier neben mich, dann können wir so Kopfgröße machen. Fahren wir auch nicht. Also wenn ich jemanden überhole, gebe ich auf jeden Fall schon so circa auf 80 Gas. Aber durchgehend fahre ich jetzt 40. Ja, ist perfekt. Jetzt sind wir hier auf Dingerbrücke, da kann ich mehr Gas geben. Ey, 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 ey. Der benutzt deinen Rückspiegel, Idiot. Na, ich meine diesen einen Kombifahrer hier, aber ich denke, den habe ich gerade aggressiv gemacht. Muss aufpassen bei dem. Tschüss. Okay, der will mich überfahren. Oh Scheiße, ich habe ihn gerade diesen Spiegel ab, also ich habe gerade gegen seinen Spiegel getreten, also wollte den Spiegel abschlagen. Hey Digga, ich muss Gas geben, Alter. Oh, ich bin gegen den LKW geknallt und liegt gerade unter dem LKW drunter. Uff. Digga, wo ist dieser Kombifahrer? Ich hätte gedacht, der wäre jetzt übelst aggressiv auf mich, ne? Ja. Ah, jetzt hat sie mich aber gerammt, Digga. Die macht hier einen auf Tokyo Drift, ey.
ist der Colin immer wieder. Ja, den sieht man auch noch heute im Video. Egal, da fahren wir Dinger vorne an, da haben wir einfach geradeaus wieder. Nein, ich bin noch über Gelb rüber. Ja, ich warte hier einfach auf den Straßenrand kurz auf euch. Also ich bin noch über Gelb rüber. Habe ich durch diese eine Autolücke da durchgequetscht. Hat mir so gedacht, ey komm schon, Gelb ist Gelb. Ah, diese Maschine, oh fuck, warum habe ich gerade eine Waffe in der Hand? Diese Maschine muss auf jeden Fall gereinigt werden, Leute. Guckt euch an, komplett voller Staub. Da düst der Colin einfach. Oh, der Colin hat sich gelegt. Colin? Colin? Hallo, Colin? Ja, hättest du, ja, du kannst hier nicht einfach so das Motorrad wechseln. Ah, guck mal hier. Fährt er hier mit einer Duke herum. Komm mal her, guck mal. Tschüss. Ja, ich meine hier vorne jetzt, hier rechts dann raus. Du sagst, du hast gesehen, wie ich Dinger über Gelb rüber. Dinger, du hast hier einfach ein Auto angefahren. What the fuck? Trotzdem, es können vom Gegenverkehr Autos hier reinbiegen. Hat er einfach die Ampel nicht gesehen, ne? Hä? What the fuck? Als ob die NPCs da auch so durchfahren. Hä? Es sind drei Ampeln. Für alle drei Spuren. Digga, du kannst doch nicht einfach hier für ein Video mittendrin ins Motorrad wechseln, Alter. Ja, innerhalb von ein paar Sekunden hier an der Ampel. Das ist keine Ampel. Ja, ich habe auch gestoppt. Digi, wie fährt mir hier herum, Alter? Fährt hier im Circle, Alter. Ey Jungs, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wollte ja eigentlich gerade an der roten Ampel im Circle drehen, ne? Aber auf einmal fährt die beide auch los. Nein, hier raus. Ich weiß, wo wir Pause machen können. Ey! Ich stehe einfach mitten im Zebrastreifen, ne? Colins Bremsen ziehen nicht mehr. Denn Colin muss mal wieder zum TÜV mit seinen Bremsen. Digga, warum macht ihr immer Handbremse? Ich bremse einfach ganz normal ab. Ich tue einfach meine Dinger, Linie messen. Wie lang mein Bremsweg ist. Rechts. Deswegen solltet ihr euch nicht links hinstellen, weil wenn die jetzt gerade ausfallen, knallt ihr in die rein. Und jetzt hier links. Digga, da hinten ist keine Kunden. You can't come back here. Ich habe mir zwei Colas geholt. Nice doing business. Ich habe zwei Stück geholt. Digga, wir hatten derzeit. Warte mal, ich muss kurz ein Bike. Warte.
Warte, ich roll mal kurz dein Bike so nach hinten, ne? So, vorrollen, vorrollen. So. Bist du behindert? Ach scheiße, man kann ja so auf dem Motorrad keine Cola trinken. Oh, Jungs, guck mal meine Cola-Dose. Guck mal meine Cola-Dose. Boah, Leute, wir haben einfach einen Cola-Flip, ey. Also, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt weiter. Bist du gerade ernsthaft gegen die Scheibe dagegen gefahren? Der Barty. Er fährt in den Gegenverkehr, Digga, so nur an die Regeln, Alter. Digga, wir haben hier grün, Alter. Auf Autobahn. Wir fahren auf Autobahn. Alter. Ich will mich links einordnen für die Autobahn und der fährt einfach nicht rein, Alter. Digga, wo fährt... Kolle fährt erstmal falsch, komplett falsch. Digga, wie er da vorne dann noch so dreht, Alter, mitten auf der gleichen Spur. Ich hab sie nicht mal Motor aufgetut, ich wette deine Barty ist voll aufgetut. Digga, und er fährt hier ganz gechillt, nicht mal nach vorne geduckt, einfach und haltet mit mir mit. Oh, jetzt noch eine weitere Barty. Wie das aussieht, er fährt so ganz gerade Oberkörper, Alter. So, hier rechts jetzt raus bei dieser Ausfahrt da. Also wenn hier eine Ausfahrt hochgeht, die fährt die jetzt raus hier. Hallo, fahr mal langsam, Alter, hier ist eine Ausfahrt. In der Ausfahrt fährt man 30, Alter. Jungs, rechts, rechts, rechts. Mann, Alter. Hier gegen die Leitplanke. Ja Junge, wenn ihr von mir so wegzieht, wenn ihr von mir so wegzieht, Alter. Weiter geradeaus dann hier. Digga, wo fährst du hin, Alter? Hier ist rot. Digga, es ist rot, durchgehend. Du fährst hier einfach über rot drüber. On camera. Ich geh zur Polizei und zeig dich deswegen an jetzt.
das Beste ist, ich drehe gerade. Ich drehe gerade so weiter, ne? Das Beste ist, ich habe jetzt so gar keine Story mehr erzählt, ne? Ich kam einfach nicht dazu, eine Story zu erzählen, weil ihr die ganze Zeit so reingeredet habt. Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge werde ich dann nochmal eine kleine Story erzählen, weil ich habe heute einfach noch gar keine Story erzählt, Leute, und das ist too sad. Ja, und hier mit diesem kleinen Wheelie-Fail, wo ich einfach am Board schnell runtergefallen bin, würde ich auch mal sagen, Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr mehr davon möchtet, schreibt doch einfach mit einem positiven Kommentar unten in die Videobeschreibung und lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonnieren nicht vergessen, Leute. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.